willkommen bei Minecraft Let's Play. Minecraft Paradiesia mit Kumo LP. Hallo. Und MC Fischmeck. Hi. War das richtig? Ja, das war vollkommen richtig. Alles gut. Wow, bravo. Wir freundlich munter am Craften. Oh Gott. Geht los. Freundlich am Craften. Kann man auch böse craften? Das ist ja das Mangel. Ja. Was sagst du zu meinem Schiefbau? Ja, Schiff. Schiefbau? Wo denn? Musst du dir mal gucken. Wo? Bei dem Haus da, was ich da. Ich hab da noch nicht fertig gebaut. Das sieht total krumm und verätzt aus. Na, wo denn? Also schief bauen kannst du schon gut, wa? Hä, wo denn? Bei dem Flughaus da, Stelzenhaus jetzt inzwischen. Also warte. Da hat er sich Mühe gegeben. Ich bin so. Noch nicht fertig, ich habe nur eine falsche Etage reingezimmert. Ja. Das habe ich mal runtergesetzt. Und das sieht jetzt krumm und schief aus. Da, Creeper, pass auf. Ja, sieht orientalisch aus, ne? Sieht super aus. Ich frage mich, wie das letztens Brian gemacht hat mit den Fliegen und Huppen und so. Ach, der hatte da seinen komischen Heck oder sowas. Das war aber nicht gecheatet. Ohne Scheiß. Ja, ich weiß. Es gibt manche YouTuber, die können das. Die wissen genau, wie sie es machen. Wie soll ich das mit den Zaunsprung, das habe ich versehentlich mal geschafft. Mhm. Also wie er das jetzt richtig gemacht hat, weiß ich nicht. Ich bin 3 oder 4 Mal heute über den Zaun hier springen, hinten bei der Farm. Das klappte nicht und von immer war ich oben und bin abgestürzt. Jetzt bin ich erstmal jetzt ein Stück hochgeblättert. Also das geht. Das wie ist die Frage. Er hat mir ja gesagt, er stellt einen Zaun und dann auf den Zaun hochhuppt, stellt einen kleinen nächsten und dadurch huppt er. Das ist mir so komisch. Ach man, ich hab meinen Neffen schon wieder irgendwelche Scheiße bauen da draußen. Lass ihn Scheiße bauen. Ach. Gibt's denn da einen Arsch voll? Da kann ich dann schön aufräumen wieder. Ach komm, dafür sind doch die älteren Leute doch da. Zum Glück habe ich hier mein Technikzeug hier drinne stehen. Ja, aber nein, Mann. Ich habe meinen Vater auch einen Keller auseinandergenommen. Aber den Keller halt halb abgefahren. Ach nee, das ist meine Mutter, glaube ich, oder? Die schlimmsten Sachen will ich nicht im Let's Play erwähnen, die ich angestellt habe. Ich sag nur eins, der große Einkaufscenter in einem Ort gibt's nicht mehr. Was? Was? Drück's mal so aus. Du entdeckst die Kippe für dich als 13, 14-Jähriger. Ja, und dann super. Wirst du erwischt von irgendeinem und du schmeißt die Kippe hinter dir hin. Achtest aber nicht drauf, dass hinter dir ein Papiercontainer steht. kurz darauf steht ein Einkaufssender in Flammen. Hoppla. Oh. Ich musste da 2 Jahre Strafe arbeiten da in den Laden. Also Entschuldigung. Ja, moin. Und dann hab dann halt noch lebenslanges Hausverbot. Bloß der Witz ist, jetzt inzwischen kann ich den Laden schon wieder betreten, denn die wissen nicht mal, wie ich aussehe. Ja, klar. Und ja, moin. Geht raus an den kleinen Einkaufscenter in Geithain bei Probosch. Haben sie überhaupt gezimmert? Jetzt hast du denen was erzählt, jetzt gucken die das und denken so. Ah, die blöde Tintenfisch hier. Verschiebt mein Boot. Darf ich dir einen Tipp geben mit deinen Bötchen? Stell's oben auf der Kante. Was? Wie? Hier, wo ich stehe. Ranschieben, oder? Nee, hier, wo ich da stehe. Draufstellen. Warte. Oh nein, mein Schwert ist kaputt. Komm, geh kaputt, du Arsch. Und? Ich muss mal kurz in zu deinem Haus gehen, Robert. So, hier. Pass auf der Kante, bitte. Runter, schieben den Dreck. Mach doch so, ja. In etwa. So hat's halt und steht aber trotzdem so halb im Wasser. Warte, bin ich wieder da? Okay. So, da kann auch ein Creeper.
Ja, Bombenstimmung mit dem Creeper. Kannst du dann so sagen, das Haus, kannst du dann halt, dass das so bleibt. Ist so ein kleiner Special-Tipp von mir. Ich finde das immer cool von diesen, dieser kleine Name, hab ich schon vergessen. Von den Ein-Block-Arten da. Es gibt eine, sowas ähnliches wie Lucky Block, Change Tube. Wenn die eine Block, hier Boot in einzelnen Wasserblock spawnen und dann viel Spaß bei der Reise. Ja. Ey, das ist so bescheuert. Du hast ja da unten eine Crafting Bench, ne? Jo. Ich buch die mal. Kannst du auch ein Stück mit weiter vorholen, wenn du willst. Nö, nö, was für... Mensch. Wollten der Robert sein Eisen nicht brauchen? Mach die Klotzen auf. Hab ich da schon gefunden, Mann. Das hab ich aber doch nicht abgedeckt. Diese dumme, blöde YouTube-Werbung, ey, die geht mir so auf den Sack. So. Wartet mal kurz, ich gehe mal ganz kurz mal in das Dingsbums rein hier. Mit Musik jetzt. Mhm. Kann mir jemand sagen, warum ich jetzt nicht mehr die Leiter hochkomme? Da, doch jetzt. bei mir ist halt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich hasse das mit diesem blöden Musik-Game. Doch man nicht gescheit mehr findet, was man nutzen kann, das ist nervig. Und das war alles wegen dieser Fuck-Gamer. Ja. Aber war das nicht so, dass die abgeschafft wurde? Ey, die GEMA hat jetzt noch ein größeres Vieh ausgepackt. Das ist doch nur für Musikvideos, glaube ich. Nee, GEMA ist allgemein Sammler von Musik und Rechten und so ein Scheiß. Nee, ich meine, dass es bei YouTube halt freigegeben ist, aber halt nur für Musikvideos. Dass es da keine großen Probleme mehr weiter gibt. Das Problem ist, liegt da nicht so dran, was du sagst mit den Musikvideos. Das Problem liegt da dran. Wenn die GEMA jetzt nur, zum Beispiel, du kannst ja von mir aus jetzt, ich habe ja solche Ocheln gemacht, von daher kannst du ja gerne mal suchen. YouTube, Erika mit I don't know. Da ist das Problem dahinter, sobald jemand das Lied nutzt, ja, dass nur in dasselbe Video noch weiß, was da produziert hat, hochlädt, oder das Video in allen Arten, derjenige wird, auf der ich sage, den Arsch gefickt. So. Das Problem ist jetzt, die GEMA hat noch einen größeren Aal auf den Tisch gelegt. Och, Mausi, krieg dich wieder ein, ey. Mausi kann aktuell gar keinen leiden. Die will am liebsten alle Katzen, die wir mit der Bude haben, am liebsten gleich vor der Tür setzen und habt euch auf meine Ruhe. Die liegt jetzt hauptsächlich immer oben auf unserem Regal über dem Computer. Da liegt sie jetzt zur Zeit. Aber ist egal. Die GEMA hat den großen Aal. Ding Dong Wengeling, ne? Wer das versteht, weiß Bescheid. Auf den Tisch gekracht und sagt dann nur, ja, kommt mal klar damit. Alle YouTuber, super, die regelmäßig Videos rausbringen oder Streams starten, müssen eine Lizenz haben. Das war ja schon links, die Rundfunklizenz, ne? Genau. Na, aber ich glaube, das ist nie von der GEMA. Doch, nee, die GEMA ist doch eigentlich nur wegen Musik. Nein, die GEMA, hat was mit GEZ und GEMA und so zu tun. Okay, ja, okay. Ich weiß es auch nie genau. Gefällt dir also meine Treppe, weil da so hoch ran. Ja, ja. und die wollen aktuell, ob das alle YouTuber hart von hinten nehmen. Ja, ich weiß, als Finger an bei Gronkh und Sarraza, halt ja, zufällig bei den großen YouTubern. Ich glaube, jetzt sind wir mal. Ich rufe mal deine Treppe ab.
Naja gut, es ist ja immerhin. Man muss sich einen Satz da merken bei den ganzen YouTubern. Wo kein Richter, kein Kläger. Wo kein Kläger, kein Richter. Mhm. Also wenn wir hier von irgendwelchen anderen YouTubern oder Zuschauern gefickt werden, dann sind wir am Arsch. Ja, das stimmt. Solange wie das nicht ist, sag ich auch nur. Ich mach weiter meine Sendung und gut ist. Genau, so sieht's aus. Ja, und das Problem ist ja auch, glaube ich, die blöde Lizenz ist Arschteuer. Ja, da, erstmal das und dann reicht das ja, glaube ich, nicht. Du musst ja sogar noch Leute einstellen, irgendwie in, keine Ahnung. Jugendbeauftragten. Ja, also ein Zeug. Was? Echt? Ja, musst du einstellen dann. Habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Und dann ist, da muss seit ich aber wann? Auch, gucke mal bei im Internet, da gibt's einen Stream von Kronk. Der heißt, im Internet ist alles wahr. Ach so. Gewählt, den Namen. Egal wen der Köder gehört, das soll ich Stau sein. Das ist meiner. Fällt mir voll ins Wort, das Tierchen. Er kennt okay Anstand. Sie soll jetzt herzhaft gedacht sein, ne? Ja. und ja, da hat er das alles erklärt, wie er das macht. Und wieso, weshalb, warum. Okay. Da kannst du dir das mal reinziehen, die ganze Scheiße. Oh. Aber jetzt habe ich mal eine ernsthafte Frage, ne? Ja. Leute, wer hat hier das gebaut? Hier oben. Diese komische, weißt du was ich, was das sein soll? Was denn? Hier auf so einem Riesenberg, so. Was denn da? Da steht irgend so eine Statue. Ich weiß nicht. Eine Statue? Ja. Nimm ihn zertrochen. Wo Nein. bist du? Hier oben auf dem Berg. Warte mal. Zombie. Ich rufe mal zu ihm rüber, ne? Ja. Ja. Was ist denn das da hinten? Achso, ja. Das ist gar nicht so weit weg von dir, ne? Nee, eben. Ich hab das, ist mir gerade so aufgefallen, aber so irgendwie, hä? Kurze Frage. Kennt sich einer mit Optifine bei euch aus? Mhm. Wie kann ich den scheiß Wolken ausschalten? Was? Ja. Die Wolken sind bei mir auch. Sind die dir zu niedrig? Nein, ich meine, nein, ich will die aushaben. Von tschüss. Weg. Bei, wie sind hier Details? Ja, bei Details. Und dann hast du ganz oben Wolken. Dann, schnell, schön, aus. Ah. Geht doch. Geht ein bisschen. Ich habe schon Regen bei mir ausgeschaltet, weil es mich nervt. Okay. Wer die Statue auch immer gebaut hat, ich würde mal meinen, der hatte ein bisschen Überfluss von irgendwelchen grünen Substanzen oder Weisen, die ich nicht gerade erläutern möchte. Keine Ahnung. Ich weiß, was das sein kann. Ich glaube, Martin hat schon sein Grab geschaufelt. Ja. Das hier das war bestimmt Minecraft. Nein, was Minecraft? Martin mir nicht. Ach, ich bin schon wieder. Das war Minecraft. Minecraft hat sein Leben geworden. Genau. Baut jetzt Minecraft alleine. Entwickelt Gebäude. Sein eigenes Leben. Genau. Es entwickelt sich sein eigenes Leben so. Nice. Mensch. Minecraft hat ja mehr oder weniger ein eigenes Leben. Hm. Ich will nicht runterspringen. So, oh nee. Ja, die hupt doch, ey. Okay. Schaden kriegen beim Huppen macht doch Laune. Da lohnt sich das Rennen mal ein bisschen. Und du nimmst auch wieder Creeper mit, aller Arten. Bei mir macht's auch gleich Bumm. Bei mir macht's überall Bumm. Ich explodiere die ganze Welt. Stirb doch, du Scheiß. Komm, Alter. Oh, du bist gar kein Creeper. Scheiße. Was bist du denn? Nein! Verpiss dich. Bitte geht alle einfach nur. Nein! Ist doch nicht dein Herz. Ah! Magie! Jetzt lägt das schon alles. Das regt so ab, ja. Schade, dass die Mod noch nicht gibt. Ich hätte sonst gesagt, hau Fastcraft rein. Das ist nochmal so die Optifine, nochmal eine Nummer härter. Okay. Sobald diese verfügbar ist, gebe ich euch Bescheid. Macht das. Aber
dass die Ryan sein Computer, Alter, der hat doch irgendwas an die 600 FPS oder so. Ja, hatte ich ja letztens eigentlich auch, aber ich weiß nicht, was los ist. Das Ding ist, nach dem Urlaub braucht der PC ewig, also ich habe jetzt eine Woche ausgehabt, ne, den PC. Hab den nach einer Woche angemacht. Der ist angegangen, hat sich erstmal im Windows-Startmenü aufgehangen, also beim Windows-Hochfahren, hat sich das Ding aufgehangen, dann konnte ich nochmal die Grafikkarte neu reinbauen und ausbauen, dann ging alles wieder. Hat auch zwar ewig gedauert, aber ich weiß nicht, was das Problem ist. Mein PC will nicht lange aus sein. Der macht dann nur Macken, wenn er lange aus ist. Gaming. Oh, ich krieg Besuch über die Treppe, ich krieg eine Latte. Was ist denn das hier? Ich treff das Mistkribbeln immer. Aber droppt mir 3 Fleisch. Oh. Der kleine Zombie droppt mir mehr Fleisch als der große Zombie. Was ist denn da kaputt? So, oh Gott. Okay. Okay, Mario. Oh, ein Enderman. Okay. Oh ja, kill. Oh. Ich brauch die Perlen. Killt mir das Vieh. Gott, es killt mich. Bin ich denn von hier hinten? Oh Mann. Was denn da? Das war der Balkon. Vom Enderman erschossen. Nee. Ah, da hinten. Was stand da jetzt? Wieso bin ich im Wasser gespawnt? Keine Ahnung. Alles klar. Irgendwie alles krumm. Ist doch hier, nicht wenn er mal eine Spinne, die mich töten will. Alles klar. 3 Stück. Ja, wahrscheinlich. Was habt ihr alle für Zombie-Probleme? Die Monster-Viecher. Ich hab keine Probleme. Ich hab keine Probleme. Ich aber. Nicht wegfallen. Nein, alles gut. Jetzt machen wir lieber später. Oh, ich muss mal überlegen, was ich jetzt überhaupt hier mal weitermache. Ich glaube, ich komme mit dem scheiß Gründach. Ach, bin ich doof. So. Können wir schlafen gehen, Leute? Bei mir gerade nicht möglich. Gerade nicht. Also, wenn du 5 Minuten warten kannst, lässt sich das vielleicht mit dem Glück einrichten. Ich kann dir mal ein Bett vorbeibringen, wenn du willst. Kannst du auch machen. Das kannst du natürlich auch duden. Boah, ich glaube, du liebst laut Musik. Also meine Freundin lässt sich gerade das Gehirn massieren. Du, ich habe Kopfhörer, ey, da fliegen der Löffel weg. Warte, bei mir ist nicht das Ding halt einmal. Immer gut zu empfehlen. Hammer, Vibra Pro heißt das Ding. Okay. Da hast du nochmal eine separate USB-Soundkarte dabei. Ich glaube, das Penny kannst du dir jetzt auch schenken. Wird schon wieder Tag? Jo, aber du kannst trotzdem das Bett herbringen. Das ist immer gut, ja, wenn hier eins da ist. Du kommst hier nicht rein, scheiß Maus. Spinne. Du kommst ja nicht rein, du Rüde. So. Was ist los? Was, hä? Wieso, warum, weshalb, warum bin ich denn überhaupt hier? Ja, denn mir mein scheiß Stuhl im Block mit her, du Affe. Sorry, ich hab da gerade vor der Treppe gefetzt. Stell oben hin. Ach nein, Mann. Nee, fickt euch hier scheiß Viecher. So. Halt mal Jugend liegen, bitte. Oh, Entschuldigung gerade. Wir wollen da nicht noch den Sensor rein hier kriegen, oder? Ach, das passiert schon nicht. Obwohl die Rotzer teilweise größer groß aus haben als wir. Ja. Joa. Denke mal, wir sind dann auch schon wieder am Ende hier. Wie war das? Boot fahren. Ende. Ich habe gar nicht gewusst, dass das mein Ende ist. Alter, wie schnell sind die bitte jetzt geworden, die Boote? Ja, das dachte ich mir auch gerade, die sind wirklich schnell. What the hell? Hey, da kann man ja sogar ganz gemütlich
zu Breins Haus. Da kannst du sogar ganz gemütlich zu zweit drauf schippern. Da kannst du twiften. Hm? Guten Tag, hallo. Guckt euch mal die geile Schneppe an. Alter, wie schnell geht das bitte? Hui! Die haben Spaß mit Booten, na dann warum nicht? Ihr packt euch einen weg bei mir. Also. Ja Leute, das war's glaube ich. Wir würden uns dann langsam verabschieden. Gibt's denn da noch eine Aufnahme? Eine würde jetzt noch kommen, ja. Eigentlich schon. Oder zwei. Denk mal schon. Fragezeichen. Nee, eine nur. Okay. Länger kann ich nicht. Wir können ja auch mal so nebenbei mal so, wenn du Zeit hast. Monsieur Kumo, wir können ja auch mal noch ein bisschen hier so Offscreen bauen mit Aufnahme. Kann man Zeit drauf oh. Klatschen. Mal gucken. Mann! Kriegt das hin? WASD steuert er, ne? Ja, ja. Wissen wir ja. Wieso gehen die nicht mehr kaputt? Weil die nicht mehr kaputt gehen. Andocken. Ah, dafür könnte da vom Creeper weggeschossen werden. Auf dem Vieh. Da ploppt das Boot einfach mal weg. Scheiße hier, was ist denn das? Alles klar. Ich düse nun ins Folgenende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Jo, ciao. Ciao. Ich weiß gar nicht, welche Taste das war, also muss ich wieder. Tschüss. Tschüss. Beendet.